Jo, hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe da gerade noch etwas gesehen, was ich mir mal gleich mal anschauen wollte. Aber erstmal muss ich hier die Schafe scheren. So. Ach, da ist noch eins. Du willst auch. Ist ja auch zu warm. Kein Problem. Ich mache auch gleich im Einschnitt automatisch mit Kastration. Ne? Kostet auch nicht extra. Okay. Ich weiß nämlich nicht, was da im Wasser, da ist so ein komisches Gebilde. Gut, sieht man von hier aus jetzt nicht. Sieht man aber von da oben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt einfach so generiert ist oder ob das irgendwie so ein Wassertempel ist oder. Aber der dürfte hier noch gar nicht sein. Ne, jetzt sieht man es generell nicht mehr. Okay, vielleicht war es auch einfach nur ein Fehler beim Laden. Sah auf jeden Fall sehr komisch aus. Aber ich spiele ja auf der 1.7.10 und ich glaube, hier gab es noch keine Unterwassertempel. Von daher können wir, glaube ich, schon mal davon ausgehen, dass ich mich da einfach nur verguckt habe. Oh, eine. Diese Dinger animieren mich immer zum Mitmachen. Ich weiß nicht warum. Ich finde die irgendwie so total, total lustig, aber auch wieder total nervend. Das ist auch so ein richtig geiles Lied. Einfach. Ich weiß nicht warum. Ich mag's. Ah! Ah! So, ja, ich musste mal ein wenig dem Lied horchen. Ich hoffe nämlich, dass ich eben hier runterkomme. Ah! Okay. Gleich mal eine Fackel hinsetzen. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt auch, dass wir hier runtergehüpft sind. Nicht, dass wir jetzt echt nur wegen dem bisschen Eisen hier uns in Gefahr begeben und dann hier unten eine Sackgasse ist. Mach keinen Scheiß. Also zumindest ist ja schon mal ein bisschen mehr Eisen. Das ist natürlich schon mal ganz gut. Ich wusste es. Es ist ja auch noch. Das ist ja meine miese Kacke. Okay. Aber hier muss doch irgendwo noch ein bisschen mehr sein, oder? Ich hoffe es. Das kann doch nicht schon alles gewesen sein. Wahrscheinlich spawnt hier gleich so ein Werwolf und nimmt mich total auseinander. Und dann habe ich meine Action, die ich definitiv, glaube ich, nicht haben muss. Also so ein Werwolf, der ist echt übel. Und wir haben auch kein Goldschwert, mit dem man den leichter besiegen könnte. Ich höre Skelette. Und gerade waren es noch Zombies. Und es macht mir irgendwie Sorgen. Ich überlege auch gerade, könnte das nicht auch sein, dass ein Zombie oder ein Skelett entsteht, wenn ein Zombie komplett abgefault ist? Also wenn man mal so bedenkt, dass der Zombie vielleicht nur eine Zwischenphase ist, so wie eine Raupe, die zum Schmetterling wird, wird der Zombie, wenn er komplett verfault ist, zu einem Skelett? Weil es ist ja verrottetes Fleisch, was wir von ihm kriegen. Und wenn das komplett verrottet ist? Ja, denkt mal drüber nach. Das macht doch Sinn. Finde ich auf jeden Fall recht cool, die Überlegungsweise. Scheiße, ich glaube, ich muss hier unten mein Bett hinbauen. Es ist immer nicht da in der Nähe.
Wir sind doch weit genug weg, lass mich doch schlafen. Weißt du, was ich dann einfach machen werde? Hä? Weißt du, was ich machen werde? Ich werde mich jetzt hier einbullen. Beziehungsweise noch ein bisschen tiefer buddeln. Und dann werde ich in meinen Luftschutzbunker schlafen. Und hoffe, das funktioniert jetzt auch. Nein! Also jetzt sind die doch eigentlich weit genug weg, oder? Nein! What the fuck? Nein, da ist auch noch einer. Scheiße, ich komme nicht raus. Boah. Wo ist oben, wo ist unten, wo ist links, wo ist rechts? Lebe ich noch? Alter Falter. Haben wir da jetzt eine Höhle entdeckt? Nee, doch. Ja, ist ja auch geil. Will ich mir ein Bett hinbauen, dann ist hier gleich der Höhleneingang. Stirb, du dreckige Drecksau. Mensch. Ah. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Jetzt ist da jetzt die Frankenstein. Bist du's? Hilfe! Ich glaube, hier ist ein Zombie-Spawner. Sieht irgendwie stark danach aus, nach Zombie-Spawner. Ah! Nein! Stirb! Weiter! Wir dringen weiter nach vorne. Ah, Werwolf! Okay, jetzt geht's richtig zur Sache. Ah! Hoffentlich stirbst du schnell. Du musst sterben, bevor ich sterbe. Oh, komm. Alter, der deckt zu viel ein. Scheiße, ich hasse Werwölfe. Oh, da, jetzt ist doch mal gut. Steck doch mal ein jetzt hier, komm. Oh. Also was Schlimmeres hätte jetzt nicht passieren können, das, doch, eigentlich schon, es hätte noch ein, bestimmter Werwolf hätte sein können. So ein Feuerwehrwolf oder so. Der wäre noch mieser gewesen, also der war ja jetzt schon schwer platt zu kriegen. Aber ein Zombie-Werwolf, da hätten wir, Zombie-Werwolf, das würde schon auch cool aussehen. Nein, bei so einem Feuerwehrwolf, da hätten wir definitiv verloren. Also da hätte ich keine Chance gehabt, den Platz zu machen. Also Eisen ist hier auf jeden Fall schon mal richtig, richtig viel. Wir werden erstmal hier ausleuchten und so ein bisschen die Höhle durchforsten, wie es denn hier ausschaut. Alter, es ist echt ohne Ende Eisen hier drin, ne? Es ist natürlich so ein glücklicher Zufall, dass ich jetzt hier reingeraten bin. Aber es war trotzdem, ey, da hatte ich den scheiß Werwolf gesehen, habe ich mir gedacht, jetzt ist es eigentlich für uns aus. Jetzt können wir eigentlich vergessen, mit den Sachen wieder zurückzukommen. Weil die sind, weiß ich nicht, die sind echt total stark, diese Mistviecher. Und da ich nicht so der begnadete Kämpfer bin, ist das für mich immer ein ganz schönes Problem mit solchen Viechern.
Okay. Also die Höhle scheint sich doch noch um einiges länger zu ziehen. Da ist so eine Höhlenspinne. Okay, wir werden erstmal da vorne weitermachen. Boah, okay, also hier haben wir einiges zu tun. So viel steht auf jeden Fall fest. Ich suche mal eben den Eingang, wo ich reinkam. Der schien hier rüber zu sein. Nehmen wir die Kohle jetzt auch noch mit. Ein bisschen Kohle können wir noch mitnehmen. Oh, und dann kriegen wir erstmal Eisen. Das ist richtig nice. Und wer weiß, was wir noch so hier finden. So. Hier ist einmal so komplett dunkel. So. Beere 3 nicht. Ich glaube aber, Kohle haben wir jetzt erstmal. Ich will jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit Kohle abbauen. Mensch, dieses blöde Vieh. Ja, das ist zu dunkel einfach. Ich habe das nicht richtig hier hell gemacht, alles. Machen wie wahnsinnig. Okay, Kohle. Kohle, sag ich schon. Eisen. Mensch. Jetzt aber. Jetzt kommen wir da drüber natürlich wieder nicht hin. Erde. Erde haben wir. Das ist gut. So, wo wollen wir es denn hin? Am besten hier, würde ich sagen. Also, ich glaube, wenn wir hier wieder lebend rauskommen, können wir uns echt glücklich schätzen. Weil dann haben wir schon eine ganze Menge an wunderbaren Eisen. Da habe ich irgendwie noch gar nicht reingeguckt. Ah! Stirb, du Sau! Boah, die Höhle, die zieht sich, das ist unglaublich. Ich kann doch gar nicht so viel hier ausleuchten und schauen und... Boah, ey, Alter, das wird ein paar Folgen wahrscheinlich dauern. Ist der jetzt gerade in die Lava gerannt? Höchstwahrscheinlich. Ich kriege hier wahrscheinlich in der Höhle noch einen Herzkasper. Ich sehe es kommen, ey. Was für mich ist das gerade Spannung pur hier in diesen Höhlen. Das finde ich immer, da muss ich mal so extrem aufpassen. Da geht's auch noch runter. Alter, Alter, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Man bräuchte mal so unterirdische Bäume, wo man Holz mitnehmen kann. Das wäre aber auch mal eine richtig coole Idee. So. Da! Ah, schon wieder. So. Na. Okay, so. Ich mag es eigentlich echt nicht so gerne mit Zombies und also mit Monstern zu spielen. Mag eher so den friedlichen Modus, aber das ist natürlich nicht so spannend für Zuschauer. Also man will ja auch ein bisschen was sehen. Und das hat man halt einfach eher, wenn Monster dabei sind.
So, Eisen, 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 Eisen. Da wird man noch zum Prinz Eisenherz. Haha, Schenkelklopfer. Okay. Ich überlege gerade, also, ob ich jetzt als nächstes mal da runter gehe. Wobei, jetzt habe ich die Lichtquelle weggemacht. Jetzt muss ich ja natürlich hier mal eine neue Lichtquelle hinmachen. Das ist natürlich genauso hell wie die Lava. Ja. Bestimmt. So, okay. Ich muss gleich erstmal gucken, wie tief wir aber eigentlich sind gerade. Welcher Wert war das? Achso, wir sind auf Ebene 31. Und es geht noch tiefer. Wunderbar, ja, wir werden sowas von sterben. Brauchen die restlichen Fackeln. Job. So. Ich werde mich bemühen, nicht in diesem Wasserstrudel mitzuziehen. Ah, jetzt muss ich ja natürlich da ran, das ist das Problem. Moment, wir machen erstmal Licht ins Dunkel und dann versuche ich mal zumindest dürfen es auch die Monster nicht so leicht haben, hier hinzukommen. Also die werden die auch meistens runtergespült dann wahrscheinlich. Ist das Redstone? Das sieht nach aus wie Redstone. Und was ist das? Lapis? Dias! Oder was? Nee, Lapis. Ah, schade. Das sah gerade echt aus wie Diamanten. Aber die gute, die hätten wir auch nicht so weit abbauen können. Hm, lohnt sich das da mal reinzugehen? Naja, nicht wirklich anscheinend. Da ist noch so eine Lavagrube. Das sah so schön aus gerade, aber es waren doch keine. Alter, jetzt ist aber mal Feierabend. Komm, stell dich wie ein Mann. Menschenskinder, jetzt ist hier aber mal Feierabend. Da kriegt man ja die Pimpernellen. Ah, ja. Okay, das war ein zündendes Argument. Auf jeden Fall. Ist das hier... Wie heißen sie? Ach. Smaragde. Smaragd. Nice. Sie sind auf jeden Fall, glaube ich, recht selten. Aber kann man, glaube ich, auch nicht ganz so viel anfangen. Ich weiß auch gar nicht, was das hier immer alles ist. Also bei diesem Texture Pack, da bin ich mir immer nicht sicher, was ich hier gerade einsammle. Das merkt ihr wahrscheinlich auch. Golderz. Ah! Das erkennt man so schwer. Dass da überhaupt was ist. Das ist, glaube ich, Eisen. Das müsste Eisen sein, ja. Da steht was in Goldrüstung. Geronimo! Was
Ist das jetzt auch wieder Lapis oder ist das jetzt echt Diamanten? Könnte das sein? Warte, ich würde hier erstmal kurz Fackeln setzen. Ich bin mir nicht sicher, sind das Diamanten, sind es nicht? Es sieht aus wie ein Diamant. Es ist ein Diamant! Jawohl, wir haben Diamanten! Ja! Scheiße, ist das geil! Okay, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal weiter graben. Das ist doch mal richtig geil. Ey, die ersten Diamanten habe ich gefunden. Ich weiß auch gleich schon, was ich mir damit craften werde. Ein Diamantenschwert. Oder machen wir daraus erstmal doch lieber etwas anderes? Naja, wir werden nochmal überlegen. Vielleicht ich, weil wir bräuchten definitiv noch einen Verzauberungstisch und die Diamantenspitzhacke, um diesen erstmal überhaupt um Obsidian zu bekommen. Von daher müssen wir erstmal überlegen. Ah, hier ist auf jeden Fall Redstone. Redstone, Redstone. Ich freue mich. Ich freue mich. Das sind echt Diamanten. Das ist so geil. Ey, endlich mal wieder ein Lichtpunkt im Spiel. Ich habe Diamanten. Und ich habe wahrscheinlich kein Holz dabei, ne? Um mir neue Fackeln zu craften. Aber ein Goldhelm, den habe ich gekriegt von dem. Ja, haha. Nice. Okay. Habe ich gar nicht gesehen, dass er den gedroppt hat. Diamanten. Diamanten. Ich habe Diamanten. Über uns scheint irgendwie Wasser zu sein. Und die eiern da rum auf jeden Fall. Boah, jetzt stell dir vor, ich werde da jetzt reingefallen. Das wäre doch mal mies gewesen. Ich bin dafür, wir bauen uns da oben eine Hütte hin. Beim Höhleneingang. Und bleiben erstmal eine ganze Zeit hier. Und werden diese Hütte weiter erforschen. Guck mal, wenn wir noch einen Diamanten hätten, hätten wir hier schon was mitnehmen können, was wir brauchen. Nein, das ist natürlich echt ärgerlich. Okay. Oh, ich sehe gerade schon, wir sind schon bei 23 Minuten. Okay, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wenn euch meine Videos gefallen, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin auf Wiederschauen.